Ich bewerte nach meiner Meinung jedes Haus von jedem Link aus jedem 3D-Zelda. Zelda Ocarina of Time. Es ist ein Baumhaus, relativ einfach eingerichtet, aber nichts Besonderes. Deswegen 3 von 5 Punkten. Majora's Mask, Link hat kein Haus. Wind Waker, es gibt den Steg und da hat man einen schönen Ausblick aufs Meer, aber gemütlich ist es nicht. 1 von 5 Punkten. Das Haus seiner Oma ist schon gemütlicher, aber da ist eine Leiter für eine alte Dame, das ist nicht gerade optimal. 2 von 5 Punkten. Twilight Princess. Link hat wirklich alles, was er braucht. Allerdings gibt es einen gruseligen Keller und es ist wieder ein Baumhaus und deswegen relativ ungemütlich. Deswegen würde ich dem Ganzen 4 von 5 Punkten geben. Skyward Sword. Es ist auch wieder relativ einfach und gemütlich. Er hat halt ein kleines Zimmer, also nicht viel Platz. Deswegen 3 von 5 Punkten. BOTW. Er hat alles, was er braucht. Er kann sich sein Haus selber einrichten und es ist ein Steinhaus, also relativ sicher. Es kann also kein Blitz einschlagen. Deshalb 4 von 5 Punkten. Tears of the Kingdom. Ich denke, darüber brauchen wir nicht reden. 5 von 5 Punkten.